So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unicorn. Heute mal wieder ein kleines Unboxing und wir werden das Ding auch direkt heute testen. Und zwar geht es heute um einen sehr günstigen Nagelfräser. Wir wollen mal gucken, was der so kann, wann er aufgibt oder ob er das Ganze auch durchhält, einmal komplett die Nägel abzufräsen. Also starten wir doch mal mit dem Unboxing. So, falls ihr euch das Ding gönnen wollt, der Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung drin. Wir werden es jetzt erstmal auspacken und uns mal angucken, was da so alles dabei ist. Gut. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen mit Gewalt. Der Nagelfräser kostet bei Amazon um die 20 Euro, 19,96 €. Und wir gucken einfach mal, was der so kann. Er kann auf jeden Fall 20.000 Umdrehungen pro Minute laut Beschreibung. Und ja, gucken wir doch mal, ob das auch reicht. So. Da haben wir das ganze gute Stück, kleine Anleitung dabei. Das ist natürlich alles sehr günstig gehalten, jetzt nichts großartig geil ausgedrucktes, weil es ist halt ein sehr günstiges Produkt, da spart man halt an jedem Ende. Auf jeden Fall schon mal zwei Buffer dabei, das finde ich schon mal ganz cool. Ein Haufen Schleifaufsätze, das ist auch schon mal sehr geil, weil die kosten ja auch mal Geld. Hier sind auch noch, oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ein Haufen Diamantbits. Oh. Da ist wohl beim Transport etwas schief gegangen. Mit noch mehr Diamantbits. Diamanten sind in China anscheinend gut zu kriegen. Ja, die Qualität scheint ganz okay zu sein. Auf jeden Fall sehr viel Ausfall. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Ding lohnt sich schon alleine für diese ganzen Aufsätze. Die Teile sind super, um die Nagelhaut, die unsichtbare, wegzumachen. Ist natürlich jetzt blöd, dass das so durcheinander ist. Aber die Deutsche Post hat wahrscheinlich wieder Volleyball mit dem Paket gespielt. Hier liegt auch noch einer. So, sortiert doch schon mal ein. Einfach hier draufklipsen oder nicht? Jo. So, gucken wir mal, was das Ding so. Oh, Pfeilen sind auch noch dabei. Ich bin zwar kein Fan von schwarzen Pfeilen, weil dieser schwarze Pfeilstaub, die abgeben, findet man immer sehr viel im Nagel und in den Nagelrändern an der Nagelhaut wieder. Und das ist halt blöd, wenn ihr dann versiegelt mit einer klaren Versiegelung, dann findet man die meistens auch in der Versiegelung wieder und im Gel. Deshalb bin ich nicht wirklich Fan von denen, aber Pfeilen sind immer gut. Also schon mal. Also für das, was dabei ist, lohnt es sich schon mal, diese Fräse zu kaufen auf jeden Fall. Und das war's dann auch schon mit dem Inhalt. So. So, was sehen wir hier? Auf jeden Fall stufenlose Regelung, das ist schon mal ganz gut. Sehr leicht auf jeden Fall. Hat jetzt aber nichts zu sagen, weil da ist ja eigentlich nur Elektronik drin, da ist jetzt nichts Besonderes drin. Vor- und Rücklauf, also links und rechts auf jeden Fall. Hier kommt wahrscheinlich die Fräse rein, Ein- und Ausschalter. Und das Handstück hat auch noch einen Ein- und Ausschalter. Auch nicht schlecht, auch sehr leicht. Ja, mal gucken, wie viel Bums das Ding hat. Und ja, ich stecke das Ding jetzt einfach mal zusammen und dann gucken wir mal, wie das auf dem Nagel funktioniert. So, zusammengebaut ist es schon mal. Jetzt gucken wir mal, wie wir den Fräskopf da reinkriegen. Oder die Verpackung auf. Ist schon aufgeregt. Ich mach nicht so wie du. Ach so.
funktioniert. Ja. Okay, die werden einfach reingeschoben, werden nicht justiert. Guck mal, wie der, wie ruhig der läuft, weil das ist auch mal sehr wichtig. Was ist das Ding? Das haben wir ja hier so. Ja, müssen wir gleich mal auf den Nagel ausprobieren. Sieht auf jeden Fall schon mal ruhig aus, also dass der nicht so stark wackelt, weil das ist bei Fräsen immer ein Indiz dazu, dass die nicht richtig justiert sind und meistens auch billig verarbeitet sind. Wenn der Fräskopf wackelt, dann wackelt der Finger halt auch und das ist immer sehr unangenehm für die Kunden. Deshalb ist das immer sehr wichtig, dass sie ruhig laufen. Und ja, fangen wir doch mal an mit dem Fräsen. So, da ich euch nicht erzählen kann, wie das Ganze sich auf dem Nagel anfühlt, habe ich jetzt mal hier mein Lieblingsmodell am Start geholt, die Dat Franzi. Wer bei Instagram ist, darf sie gerne mal ein bisschen verfolgen. Stalken. Ist manchmal ganz lustig, was sie da zeigt. Ja, sie macht so ein bisschen Fashion und so. Also wer Bock drauf hat... Nicht? Nein. Sie macht so ein bisschen Fashion, also wer Bock drauf hat, gerne mal... reinschauen. So, fangen wir doch mal an mit dem Video. Also wir gucken uns das jetzt erstmal an und ja, kommentieren das so ein bisschen und geben unseren Senf dazu. Also los geht's. So, also ich benutze hier erstmal den großen Fräskopf, der dabei war, also mit diesem ja, Schleifaufsatz. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich die nicht so gerne mag, weil die werden gerne auch mal schnell heiß und man kommt nicht so gut in die Ecken damit und Blablabla. Ihr kennt das Ganze ja. Und ja, wie hat sich das denn für dich angefühlt? Hat es sehr vibriert oder ging's? Also vibriert gar nicht mal so. Es war mehr, dass der Druck stärker war. Das hat man auch bei dem Aufsatz gemerkt. Du irritierst mich. Wie denn? Ich sehe, was du da für Faxen machst. Ich mache keine Faxen. Ja, also vibrieren tut es nicht wirklich deutlich mehr, man merkt es zumindest nicht. Es ist mehr, dass der Druck stärker ist, als man es ursprünglich gewohnt ist. Fühlt sich irgendwie härter an auf dem Nagel als vorher. Vorher war es irgendwie leichter. Also mit der Promed-Fräse meint sie? Genau, richtig. Mhm. vorher war es irgendwie leichter und jetzt ist es irgendwie schwerer, härter und hat einfach mehr Druck auf dem Nagel. Was halt auch durch die Vibration vielleicht kommen kann, das, ja... Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Vibration, weil wirklich fester habe ich eigentlich nicht gedrückt. Ich habe eher leichter gedrückt, weil ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Teil war, weil ich es halt noch nicht kenne, das erste Mal damit gearbeitet habe. Und ja, es halt für mich so anfühlt, als wenn es sehr viel mehr vibriert. Ja. Wie war denn der Papierschleifkopf für dich so? Also im Vergleich zu dem Metallschleifkopf? Hat sich jetzt nicht wesentlich großartig anders angefühlt. Ich habe da jetzt nicht so den Unterschied gemerkt, aber ich habe das Gefühl, es dauert länger alles. Ja. Es ging irgendwie viel langsamer. Ja, der Metallschleifkopf ist halt auch ein bisschen gröber als der mit dem Papieraufsatz. Und ja, mit dem Metallschleifkopf gehe ich halt auch ein bisschen gröber dran, weil ich weiß, dass der nicht so schnell heiß wird. Und ja, mit dem Papierding passe ich halt ein bisschen mehr auf und gehe vorsichtiger ran auch nochmal. Und ja... Kommen wir doch mal zum Daumen. Daumen ist meistens mit am empfindlichsten. Wie hat sich das für dich so angefühlt? Ja, der war auch irgendwie ja, am schlimmsten, kann man nicht sagen, weil es war nicht schlimm. Es ist absolut auszuhalten, aber der Druck war doch schon sehr groß. Ich habe mich auch immer wieder erschrocken, weil ich irgendwie nicht drauf eingestellt war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wenn man eben den Daumen ein bisschen zusammendrückt oder fester festhält, dass es dann ja nicht ganz so schlimm war. Aber es ist absolut auszuhalten. Ja, also es kommt natürlich auch durch die Vibration und es ist auch so ein bisschen, das Ding, weil der Metallschleifkopf ein bisschen weiter raus stand als der andere, der mit dabei war, ist die Vibration natürlich noch stärker, umso weiter der Schleifkopf raussteht. Und dadurch entsteht halt auch mehr Druck und mehr Vibration und das überträgt sich natürlich auch auf den Daumen. Warum sich das so am Daumen anfühlt, kann ich nicht sagen, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich denke jetzt einfach mal, der Daumen hat ja ein Gelenk weniger und ist kürzer. Ich denke mal, dadurch wird sich die Vibration mehr
übertragen und ja, irgendwie so. Fühlt sich halt intensiver an. Genau. Intensiver. Ja. Gut, weiter geht's dann gleich mit der Nagelhaut. So, ich habe jetzt erstmal alle Finger abgefräst. Was ihr natürlich nicht tun dürft, ist wie ich ohne Mundschutz arbeiten. Da solltet ihr euch auf jeden Fall einen anschaffen. Aber nichtsdestotrotz, die Fräse ist etwas unruhiger als die von Promed, aber da machen wir nochmal einen extra Vergleich zu. Ansonsten habe ich das Gel damit abfeilen können, ohne Probleme. Hat dann ein bisschen länger gedauert halt, weil sie so unruhig ist und weil man halt ein bisschen vorsichtiger dann dran geht. Aber sie funktioniert. Und als nächstes werden wir jetzt einmal versuchen, die unsichtbare Nagelhaut damit zu entfernen. Und ja, mal gucken, wie das so funktioniert. So, als nächstes suchen wir uns erstmal einen von den vielen Aufsätzen aus, die dabei waren. Gucken wir nochmal, was hier so drin ist. Ich würde jetzt einfach mal einen mit einer runden Spitze bevorzugen. Nehmen wir natürlich mehrere zur Auswahl, eine sehr kleine bis große runde Spitze. Also die Auswahl ist wirklich ganz gut. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Und dann gucken wir doch mal, wie das Ganze so sich am Nagel verhält. Auf jeden Fall erstmal reinstecken das Ganze. Ruhig ein bisschen mit Gewalt. So. Und dann freut sich die Franzi auch schon. Man hört schon so ein bisschen am Geräusch, dass der sehr unruhig läuft. Also nicht sehr, aber ich habe schon schlimmere Fräsen gehabt, aber der läuft so, ja, schon unruhig. So, sehr langsam. Schrecken. So, Elina, wenn du das siehst, dein Frégenet Sekt hat nicht so geschmeckt. Keine Werbung. Es gibt jetzt Salitus Silvessa. So, jetzt sind wir bei der Nagelhaut. Wie war das so? Es war deutlich weniger Druck, aber es hat sich sehr spitz angefühlt. Also als ob man ja irgendwie weiter reingeht mit diesem Fräskopf unter die Nagelhaut oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, spitzer. Hat aber auf jeden Fall nicht vibriert, ist aber auch auszuhalten. Ja, das ist halt der ganz dünne Fräskopf, den mit der ganz feinen Spitze vorne, den habe ich da gewählt. Der ist halt spitzer, kann man nicht anders sagen. Den mag ich eigentlich ganz gerne, weil man da schön mit in die Ecken kommt. Warum es da wahrscheinlich nicht so vibriert hat, ist, weil das Ganze, ja, man geht halt nicht so stark oder mit so viel Druck an die unsichtbare Nagelhaut dran wie beim Gel. Man geht da wirklich nur ganz leicht über den Nagel und daher wird wahrscheinlich auch nicht so ein Druck und so eine Vibration auf den Nagel übertragen. Ja, gut, das war's dann jetzt erstmal von uns beiden und es geht direkt weiter mit dem Video. Franzi trinkt fleißig weiter. Stößchen. Und ja, willst du noch Tschüss sagen? Tschüss. Solltet euch auf jeden Fall eine Zange zur Seite nehmen, weil hier ist nicht wirklich ein Spanner dabei. Das heißt, ihr müsst die sehr stark reinstecken und sehr stark auch mit sehr viel Kraft auch wieder rausziehen. Also so eine kleine Zange ist da hilfreich. So, jetzt probieren wir das Ganze im Vergleich mal mit der Promed-Fräse. Achso, selber Aufsatz? Oder was? Ja. Achso, dachte ich jetzt. Ja, das ist am Anfang ungewohnt. Das ist es. So, das war's jetzt auch schon fast mit dem Video. Was halte ich von der Fräse? Die Fräse ist für den Preis auf jeden Fall vollkommen okay. Es war klar, dass die nicht so ruhig läuft wie halt eine teure Fräse, ist ganz klar, weil irgendwo muss man halt auch ein bisschen sparen. Ansonsten für Anfänger, probiert es gerne mal aus. Also die Fräse lohnt sich schon allein wegen diesen ganzen Aufsätzen, die sind wirklich
super. Also da ist von groß bis klein alles Mögliche dabei. Genauso wie diesen ganzen vielen Schleifaufsätze. Die Feilen sind auch noch dabei. Zwei Buffer sind auch noch dabei. Dann diese Aufsätze sind auch noch dabei. Also dafür lohnt sich der Kauf auf jeden Fall schon. Und ihr kriegt sogar noch eine Fräse dazu. Also wie super ist das denn? Ja, wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch gerne das Ganze einmal gönnen. Ansonsten möchte ich einfach nur noch sagen, ihr kennt mein Motto, erst feilen lernen, bevor ihr euch eine Fräse anschafft, ganz wichtig. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Share, teilen, like, ihr kennt das Ganze und dann würde ich mich freuen bis zum nächsten Mal.